Frankfurt, das Herz der deutschen Finanzindustrie, Sitz der großen Banken. Sie stehen am Pranger. Spekulanten in die Schranken fordern die Demonstranten, die in dieser Woche durchs Bankenviertel zogen. Denn der Handel mit Nahrungsmitteln verschärfe den Hunger in der Welt. Es gibt Banken, die Investoren die Möglichkeit bieten, auf Preise zu wetten, Preise von Nahrungsmitteln. Wenn die steigen, steigt ihr Gewinn, und das finden wir unmoralisch. Denn wir denken, dass diese Wetten selbst die Gefahr bergen, diese Preise mit zu beeinflussen. Die Deutsche Bank und die Allianz sehen das anders. Beide Häuser betreiben in großem Stil das Geschäft mit Agraranlagen. Sie sehen es nicht als erwiesen an, dass Wetten auf Lebensmittel die Preise hochtreiben und damit die Versorgung weltweit verschlechtern. Andere Banken wie die Commerzbank dagegen sind aus dem Geschäft ausgestiegen. Nach einer Umfrage sind 3 von 4 Deutschen gegen solche Finanzgeschäfte.